Moin, moin, hier ist der Frank. Schön, dass ihr auf meinem Kanal die Dampfermeile gefunden habt. Bevor es losgeht, möchte ich euch bitten, die EFI zu unterschreiben, die Europäische Initiative Freies Dampfen. Weitere Informationen findet ihr hier unten und macht das bitte. Sprecht auch eure Familie an, eure Freunde an, Arbeitskollegen, was auch immer. Unterschreiben kann jeder, der 18 ist, wahlberechtigt ist. Ja. Lest es euch durch, Leute. Es geht wirklich ums Dampfen. Ja, heute möchte ich euch ein Ohm-Voltmeter vorstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Voltmeter. Und sieht dann so hier aus. Echt ein schickes Teil. Hier in Blau, Aluminium gebürstet. So, aber alles weitere dazu in der Nahaufnahme. Also bis gleich. Ja, hier ist die Nahaufnahme. Geliefert wird der Voltohmmeter in so einem hübschen Täschchen. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da unten steht WD, Western Digital. Wunder. Naja, warum auch nicht? Passt wohl eine kleine 2,5 Zoll Festplatte rein. So, und dazu ist dann noch eine Beschreibung. So, die EZIG-Ohmmeter. Das ist allerdings ein bisschen irritierend, weil das Ding kann nämlich auch Volt messen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das gucken wir uns aber gleich an. So, ich habe mir den in Blau ausgesucht, Aluminium gebürstet. Gucken wir mal eben, kann man das sehen? Ja, spiegelt ganz gut. So, wenn ich ihn jetzt einfach nur so einschalte, sehe ich oben nur noch 1 Punkt. Das bedeutet wohl, dass da nichts drauf ist. So, gucken wir uns auch erstmal die Ohm-Geschichte an, wie genau das Teil ist. Und dazu habe ich mir gedacht, mache ich gar nicht so lange einen Hickhack drum, sondern nehme einfach meine SVD und den Flash eVapor. Wir messen jetzt einmal auf dem Flash eVapor. Da ist er, da ist er, da ist er. Was für eine Ohmzahl er hat, also nicht auf dem Flash eVapor, sondern auf der SVD, was der Flash eVapor. 1,5 Ohm. Jetzt schrauben wir den doch mal ab. Schraub den mal auf den Ohmmeter. Drehe es mal so rum, dann seht ihr auch gleich das Display. Jetzt schalte ich mal ein. Und was soll ich sagen, hat 1,5 Ohm. Schön ist hieran auch, dass er noch eine zweite Nachkommastelle hat, was die SVD und viele andere Akkuträger ja auch nicht haben. Gut, damit der Kurztest für die Ohms sollte wohl genau sein. Und jetzt kommen wir hier zum zweiten Anschluss. Den finde ich total interessant, weil das ist kein 801er Anschluss, sondern das ist wirklich ein Voltmeter. Ich habe hier zwei Elego Twist-Akkus. Na, stell mal scharf. So. Die von 3,3, jetzt gut. Die von 3,3, wie ihr es vielleicht da unten sehen könnt, so da. Na, komm schon. Von 3,3 bis 4,8 Volt geht. Jetzt messen wir doch mal, was das Messgerät anzeigt. Ich stelle es jetzt mal runter auf 3,3. Schraub das hier drauf. Schalte das Gerät ein und dann zeigt er uns die 1. Um das messen zu können, muss man natürlich noch hier auf den Feuerknopf drücken. Das mache ich jetzt mal. 3,17 Volt. Gut, nah an 3,3 Volt ran. Ich drehe das jetzt mal ganz hoch auf 4,8, weil die Zwischenstufen interessieren mich jetzt weniger, weil die können ja auch falsch aufgedruckt sein, aber Mindestleistung, Höchstleistung. So, jetzt drücke ich wieder auf den Feuerknopf. Na, mal so. 4,8, 4,81 zeigt er an. 8,2 sogar. So, jetzt nehme ich nochmal zum Vergleich meinen silbernen. Wo bist du? Stelle den auch runter auf 3,3. Das zeige ich jetzt nicht extra. Das könnt ihr mir glauben. Seht ihr aber auch gleich im Display. Jetzt gebe ich auch hier Feuer. 3,17 und jetzt drehe ich den mal ganz hoch. Machen bei der Einstellung 4,8 eine Messung.
Hier zeigt er 4,7. Also tolles Teil, um zu messen, wie viel Volt er rausgibt. Auch interessant ist natürlich bei einem ganz normalen Ego-Akku zu sehen, ist er noch an, ja, zu sehen, mit was für einer Taktung der überhaupt rausfeuert. Schraube ich doch mal diesen 900er oder ist das ein 1100er? Auch völlig egal. Hier drauf. Und drück mal auf den Feuerknopf. 3,36, 3,37, 3,66. Gut, ich würde sagen, der ist schon getaktet auf 3,7 Volt. Gut, was wir jetzt nicht, was ich jetzt nicht ausprobiere, aber was geht, ist, man kann auch einige Akkuträger drauf schrauben und dann die Volt messen, aber das geht nicht bei allen, das liegt dann wohl an der verbauten Elektronik. Es ist ein schickes Teil und leicht und wird mir jetzt demnächst erstmal ganz oft als Wickelsockel dienen. So, was hat das Gerät noch? Es hat einschalten, scharf stellen, ja, einmal on-off und dann USB Mikro Port, um das aufzuladen. Dumm. Genau. Auf der Beschreibung steht, dass da ein USB Charging Cable mit dabei ist. War es leider nicht. So, da oben ist noch eine Lampe, die leuchtet dann grün, wenn es voll ist. Also über dem. Ja, wird schon scharf. Man kann es diesen Punkt kann man angedeutet sehen. Ne? So, auf der Rückseite EZIG Test. Mehr ist gar nicht da dran. Schickes Teil, vom Aussehen her steht stabil. Sobald ich meine Füße runtergeklebt habe, dann rutscht es auch nicht mehr so weg. Gut, das war's. Ich glaube, eine Totalansicht brauche es jetzt nicht mehr. Ich wünsche uns dann natürlich weiterhin viel Dampf in allen Gassen. Und ja, wir sehen uns. Ciao.